Weiß ich nicht. Jetzt brauche ich nur noch zwei Stück, brauche ich jetzt nur noch. Damit es erstmal funktioniert. Und dann brauche ich noch einige mehr. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Guckt von euch jemand DSDS an? Beziehungsweise Dschungelcamp oder irgendwas anderes, was zurzeit auf RTL läuft. Bachelor, keine Ahnung. Dschungelcamp. Bachelor geht auch wieder los, hab ich vorhin in der Zeitung gelesen. Fernsehzeitung. Also Dschungelcamp-Wiederholung läuft immer um 0.30 Uhr. Wer guckt denn noch in der Fernsehzeitung? Ich. Donnerstag kommt bei uns die Fernsehzeitung. Wenn ich da nach Himmel komme, guck ich mir die Fernsehzeitung an. Macht doch keiner mehr. Doch, ich mach das noch. Ich bin, komm noch aus. Was? Teletext. Ja, jedes Mal den Teletext. Palabam-Opfer, ich auch scheiße. Ich hab schon keine Stöcke mehr. Die hab ich alle gemacht. Macht Sinn. Jetzt hab ich auch Platz in meiner Endertruhe. Was hau ich denn da noch rein? Zehn Fleisch, das muss bestimmt klauen, das kommt jetzt da rein. Kannst du mir was rausnehmen, wenn du möchtest? Und was ist noch wichtig? Hier 7 Fisch, weil da fehlt nur noch einer. So. Sind jetzt mal die Steine fertig, noch 2 Stück. Dann müssen wir kurz warten. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Du, 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 du. Bist noch da? Oh, fertig. Nee. Sorry, Philipp, wie spät ist es? Ich bin eingepennt. Nehmen wir noch auf. Du, ich bin jetzt da. Jetzt können wir anfangen mit aufnehmen. Sebastian, morgen bestimmt so. War eine schöne Aufnahme gestern. Hä? Was? Welche Aufnahme? Wir haben dich gar nicht gehört. Was? Ihr habt mich nicht gehört? Moment. Telefon! Telefon! Jetzt kann ich endlich alleine reden hier. Ach, ist das schön. Jetzt geht's bestimmt an am Ende so. Daniel, jetzt geh doch langsam mal ins Bett. Guck mal, es ist schon 22.40 Uhr. Du musst morgen in die Schule. Nicht das Freitag. Laber nicht. Wie, du hörst mir noch zu? Ah. Hört man das am anderen Ende vom Telefon, wenn ich so rede? Das Telefonat war eine Sache von Sekunden. Ich gehe bestimmt noch so auf Bett. Nein, okay. Nee. Gehen wir was anderes. Countdown. In 10 Minuten ist der Stecker weg. Und die Sache, warum ich erst morgen ab 4 Zeit habe. Achso, Spiegel, ja, gut. Ja, gut, so ungefähr. Der neue Sekundenspiegel. Na, ja, der Staudamm wächst doch langsam. Ich möchte jetzt mal eine kleine Probe machen mit was. Probefahrt? Probefahrt mit der Bahn. Kannst du empfehlen. Oder nicht? Doch, 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 ist immer schön. Ach nee, jetzt wird gerade Nacht. Schaffen wir da. Ich bin aber noch gar nicht müde. Ich bin aber noch gar nicht müde. Stimmt, wir tun ja schon 3 Tage und Nächte durcharbeiten ohne Schlaf. Wenn wir einfach nicht zu unserem Bett kommen. Wir kommen einfach nicht zur Ruhe. Na, ich tue abwechslungsreich arbeiten, dann geht das. Ja, abwechslungsreicher Beruf ist wichtig. Darum wechselt man ja auch schnell mal seine Firma. Ja, zu Maschinenbau. Zu Maschinenbau, ja. Manchmal frage ich, ob bei dem wirklich alles funktioniert da oben darüber. Das
siehst, auf dieser Höhe weil selbst wenn du dem erklärst, dass es keinen Sinn macht, ist er fest davon überzeugt und sagt dir das noch dreimal. Bin da immer noch falsch. Oder anders. Oder was ist das denn? Ich wechsle übrigens morgen die Berufsgruppe. Von Pizza zu Grün. Hab ich einfach mehr von. Schmeckt wohl dann besser, oder? Was mir gerade auffällt, ne? Falls jetzt zufällig meine Internetleitung abbrechen sollte. Ja. Pass auf ich. Okay. Mach man da. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Nö, komm doch einfach zurück. Das kann aber sein, die bricht lange ab. Kommt doch ganz langsam schon mal zurückgelaufen. Ach so, nee. Beim nächsten Mal baue ich den Sand ja weiter ab. Du kannst doch erstmal das Zeug nach Hemme bringen, bevor du schon wieder weiter musst. Aber vielleicht passiert mir was unterwegs. Da wird schon nichts passieren. Ein Creeper, der tötet mich ja sofort. Ich hab Angst. Was denn jetzt? Ist wohl Schluss oder was? Sozusagen. Na gut, dann verabschiede dich. Wie lange läuft deine Aufnahme schon? Das weiß ich nicht. Ich mach die 2 Stunden auf jeden Fall noch voll jetzt. Also bis 57. Na, machst du bis um. Das bringt ja auch nichts, da kannst du noch länger machen. Na, mach mal. Wir überlegen uns morgen was. Genau. Gut. Macht's gut, liebe Zuschauer. Tschüss, Daniel. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So. Ihr begleitet mich jetzt noch. Jetzt das Ende dieser Folge und die nächste Folge machen wir jetzt noch ein bisschen alleine, auch wenn es ein Let's Play Together ist. Ja, es ist halt wegen meinem Laptop, da ist halt. Da ist eine Tastatur rausgebrochen, dann bin ich jetzt im Montag hingegangen, hab gefragt, ja, wie sieht das aus? Wenn ich den reparieren lasse, oder Versicherung halt, weil die ging noch 2 Wochen. Ne, die ging halt, die geht jetzt noch bis Februar. Und die nette Dame dort bei Saturn hat mir gesagt, ja, weil das Garantiefall ist, müssen wir den Computer zu Samsung einschicken. So. Heißt also im Grunde genommen, der muss eingeschickt werden. Das ist jetzt eigentlich klar, ne? Brauche ich Erde weiter? Erde ist besser, ne? Anstatt. Ja. Da muss jetzt zu Samsung eingeschickt werden. Dort wird kontrolliert, ob das jetzt wirklich unter Garantie verläuft. Und dann hoffe ich, dass ich den dann jetzt demnächst wiederbekomme. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen voraufnehmen. Und da das jetzt mit dem Aufnahmetermin nicht mehr alles so geklappt hat, wie eigentlich geplant war, müsst ihr mich jetzt eine Folge mal ein bisschen alleine ertragen. Ich denke mal, so schlimm wird das doch nicht, oder? Finde ich den so unerträglich? Ich denke es nicht. Oder was sagt ihr dazu? Wir tun jetzt ein bisschen das Wasser auffüllen in der Folge. Du kannst, wundert sich beim nächsten Mal dann, oh, oh, guck mal, da ist schon Wasser aufgefüllt. Und wie gesagt, es kann das sein, dass jetzt dann nach der nächsten, also jetzt die übernächste Folge jetzt noch ausgesehen, dass die dann ohne mich ist. Komplett. Pass mal auf, ich mach das so hier. Ich muss jetzt hier das Wasser so aufschütten. Beziehungsweise ich schütte jetzt hier das so auf. Und das wird dann im Grunde genommen, fließt das Wasser dann breit hier. Hä? Achso, eine Spinne. Fließt das Wasser jetzt auf dieser Fläche breit, dann baue ich die Erde wieder ab. Scheiße. Baue ich die Erde wieder ab. Und wenn ich das habe,